Flux FM in digitaler Gesellschaft. DigiGuest Check 1212. Hallo. Ja, jetzt das läuft. Ist das richtige Mikrofon. Schönen guten Tag nochmal, Alexander Sanders. Wir sprechen über E-Privacy-Richtlinien beziehungsweise eine Neuerung derselben. Die Frage, ob Telekommunikationsunternehmen private Telefongespräche abhören oder E-Mails abfangen dürfen, muss man mit einem klaren Nein beantworten. Und das kann man schon seit 2002 so machen. Jetzt hat sich natürlich einiges getan im Kommunikationsbusiness. Da sind viele Sachen neu dazugekommen, die man 2002 noch nicht benutzt hat. Messenger-Dienste, Videotelefonie, eben Kurznachrichten, die keine SMS sind, Fotosharing-Apps und so weiter und so fort. Es wurde also immer klarer, auch wegen des Internet der Dinge, wo die Maschinen miteinander kommunizieren, dass man da was machen muss an der E-Privacy-Richtlinie. Und das ist passiert. Am Montagabend hat das Online-Magazin politico.eu einen ersten Entwurf der EU-Kommission für das lang erwartete Update geleakt. Und was in dem Entwurf steht und was Nutzer und Nutzerinnen davon halten sollten, das weiß Alexander Sander. Und wir wollen zunächst aber nochmal aufklären darüber, was ist diese E-Privacy oder Privacy, wenn man es amerikanisch aussprechen möchte, Richtlinie. Wie funktioniert die im europäischen Rechtsraum? Was beinhaltet die alte und was ist vielleicht neu? Also es geht vor allen Dingen um elektronische Kommunikation. Du hast ja eben schon die Beispiele alle aufgezählt. Und 2002 hat man sich eben hingesetzt und hat gesagt, das müssen wir irgendwie regulieren, diese elektronische Kommunikation. Und dann sind eben über die Zeit eben viele, viele neue Dienste dazugekommen, die aber alle nicht reguliert sind. Das Problem ist also, dass jetzt zum Beispiel eine SMS einen viel höheren Datenschutzstandard hat als zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht. Mhm. Obwohl ja im Großen und Ganzen das für die Verbraucherinnen und Verbraucher fast das Gleiche ist. Also ne, die merken jetzt keinen großen Unterschied. Man hat eine begrenzte Anzahl von Zeichen, die schickt man dann und oder schickt eben eine SMS und der Unterschied ist einfach nicht mehr erkennbar. Ja. Und genau da muss jetzt eben diese Reform ansetzen, dass hier eben für solche Dienste, die außerhalb der Regulierung waren, dass die jetzt eben mit in die Regulierung reingeholt werden, dass dann eben Verbraucherinnen und Verbraucher auch in dem Bereich eben Messaging-Dienste oder eben Voice-over-IP, sowas wie Skype, auch ja. entsprechend gleichgeschützt sind, wie das vorher eben bei einer SMS oder einem analogen Telefongespräch war. Und welche Neuerungen hat es jetzt konkret schon gegeben in dieser neuen Richtlinie? Also die größte Neuerung ist als erstes mal, dass es sich um eine Verordnung handelt. Das bedeutet in dem Fall, dass es geltendes Recht in ganz Europa ist. Bei einer Richtlinie ist es immer so, da sagt die Kommission, ja, ihr habt einen bestimmten Rahmen, in dem ihr dann eine Gesetzgebung machen könnt. Beispiel sind so Speicherfristen, da wird dann gesagt, so Speicherfristen sind zwischen 6 Monaten und 12 Monaten. Okay. Und in der Verordnung wird klar gesagt, Speicherfristen sind 6 Monate ja. zum Beispiel. Und das gilt dann eben in ganz Europa. Und das ist ähnlich wie eben mit dieser Datenschutzreform, die wir jetzt kürzlich erst abgestimmt haben. Die greift dann sozusagen auch zusammen mit dieser Reform, die jetzt stattfindet, auch wieder mit einer Verordnung. Und damit geht man den Weg hin zu einem europäischen Datenschutzraum. Und das ist natürlich ganz großartig, was wir als erstes mal sehr begrüßen. Im Detail ist es dann so, dass hier auch die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich gestärkt werden, wenn eben wir in diesen Entwurf, diesen geleakten Entwurf jetzt reinschauen. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass Browser künftig, also die Dinge, mit denen man ins Internet geht, sowas wie Firefox, ne, ja. Dass die künftig mit Privacy by Default ausgeliefert werden müssen. Das bedeutet eben, dass die Datenschutzeinstellungen, die man jetzt immer umständlich selber machen ja. muss, einfach von vornherein eingestellt sind. Das bedeutet eben, dass keine Cookies von Drittanbietern nachgeladen werden dürfen. Ja. Oder dass eben nur die wirklich notwendige Anzahl von Informationen und Daten übermittelt wird an den Internetanbieter, in dem Fall, der die Seite betreibt, die wirklich zum Funktionieren dieser Seite notwendig sind. Und alles andere darf eben entsprechend nicht übermittelt werden oder darf dann eben auch nicht gespeichert werden. Das ist natürlich ein immenser Fortschritt ja. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Ja, und man freut sich ja darüber, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger scheinbar gestärkt wurden in diesem Entwurf. Denn man weiß es ja auch, im Lobbyismus sind ja sonst gerne die großen Konzerne stark vertreten und die haben, das habe ich jetzt in der Recherche rausgefunden, ja durchaus ein Interesse dran, dass sich da nichts Großes tut im Bereich Datenschutz in Europa, denn das haben wir ja auch schon des Öfteren gehört von euch, von der digitalen Gesellschaft, das Geschäft mit den Daten ist ein durchaus lukratives für die großen Unternehmen und Konzerne. Im Vorfeld gab es ja eine Befragung, die Konzerne haben so 20% der Leute aus den Konzernen haben gesagt, ja, wir brauchen da ein bisschen Nachbesserungsbedarf, aber 80% haben gesagt, nee, lass das bloß so, ist gut. Ja, und bei den Bürger und Bürgerinnen war es lustigerweise umgekehrt, haben 80% gesagt, wir brauchen einen stärkeren Datenschutz. Wie realistisch ist das jetzt, dass das eben wirklich zu einem stärkeren oder einem besseren Datenschutz europaweit führt das Ganze? Und wie kam es dazu, dass der Einfluss der Konzerne so gering gehalten wurde? Das ist ja fast erstaunlich.
Ja, also fangen wir mal an mit dieser Konsultation zunächst. Also bei jedem Gesetzgebungsverfahren der EU ist es so, dass vorher eine Konsultation stattfindet, die öffentlich ist, wo jeder dran teilnehmen kann. Das haben sehr viele Leute bei dieser E-Privacy-Reform jetzt gemacht im Vorfeld, weil eben für viele klar war, wenn es eine europäische Datenschutzreform gibt, dann muss es auch eine Reform eben von diesen Diensten geben. Und interessant ist dann eben schon, wie du gesagt hattest, dass vor allen Dingen die Industrie intensiv dagegen lobbyiert hat, hier eine Reform auf den Weg zu bringen. Interessant da, die 20%, die dann sagen, wir brauchen doch stärkere Regeln. Das sind in der Regel die Konkurrenten von Google, Facebook und Microsoft zum Beispiel. Also Anbieter von eben Telefonie oder SMS-Diensten, für die nämlich die höheren Datenschutzregeln gelten. Die sind neidisch. Die wollen natürlich, dass eine gewisse Wettbewerbsgleichheit dann entsprechend auch gilt. Deswegen haben die dafür argumentiert. Ja. Also haben da jetzt auch nicht unbedingt Verbraucherrechte im Sinn, sondern eben klar marktwirtschaftliche Interessen. Und dann eben insbesondere diese ganzen großen Internetfirmen wie Google und Facebook haben natürlich intensiv dafür sich eingesetzt, dass hier diese E-Privacy-Richtlinie komplett wegfällt oder dass es eben keine Reform gibt und haben immer argumentiert, dass es am besten wäre, eine Selbstregulierung auf den Weg zu bringen. Ja, also dass dann Google, Facebook und Microsoft sich zusammensetzen und sagen, was können wir Tolles für die Verbraucher tun, und haben auch immer gesagt, das würde schon super funktionieren und alles klasse, aber wenn man sich das mal anguckt, was sie da eigentlich im Bereich Selbstregulierung bisher machen, ist das überhaupt nichts, was für Verbraucherinnen und Verbraucher in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Ich verpflichte mich für heute Abend nur über grüne Fußgängerampeln zu gehen, ne? Kann ich mal machen. Wenn ich dann über eine rote Ampel gehe, wird das keine Konsequenzen Sanktionen. Haben. Es gibt keine Sanktionen. Und das ist aber auch neu in diesem Papier. Es werden Konsequenzen und Sanktionen angedroht. Das geht in die millionenschweren Geldstrafenbeträge hinein. Absolut, das ist auch sehr gut. Auch hier orientiert man sich wieder an der Datenschutzreform. Und das kann eben bis zu 4% des jährlichen weltweiten Umsatzes sein, so eine Strafe. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie Google dann schon auch eine empfindliche Strafe. Bisher war es oft so in diesem Datenschutzbereich, dass dann gesagt wurde, Höchststrafe 100.000 Euro. Da lacht ja Google drüber. Ja. Ne? Aber wenn 4% des weltweiten Jahresumsatzes zur Disposition stehen, dann kann das natürlich auch für solche Unternehmen durchaus empfindlich werden. Und dann überlegt man sich eben 2-3 Mal, ob man hier geltendes Recht bricht oder eben nicht. Ja. Von daher, die Sanktionen sind auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, weil sonst würden ja die ganzen Regelungen, die man davor sich gut auf den Weg gebracht hat, natürlich dann auch relativ witzlos sein, wenn es eben keine Sanktionen gibt, die dann auch die Unternehmen entsprechend treffen. Bis hier kann man sagen, das Papier liest sich ganz gut aus Sicht der digitalen Gesellschaft, aus Sicht von Bürgern und Bürgerinnen und aus Sicht von Leuten, die sich für die Rechte von Bürgern und Bürgerinnen im Netz einsetzen. Wenn man unser Gespräch bis jetzt hier hörte, Alex, könnte man ja sagen, geil, Europe, I love you, die E-Privacy-Richtlinie, die befreit uns alle aus den Fängen der Datenkrake und auch die Vorratsdatenspeicherung wird wegfallen. Aber nein, genau da haben wir einen Knackpunkt, denn im Bereich Vorratsdatenspeicherung lässt Europa den einzelnen Mitgliedsländern ja dann doch noch alle Türen offen im Prinzip, oder? Das ist das eine. Die Türen werden eben im Bereich Strafverfolgung komplett offen gelassen. Es gibt keinen Ausschluss der Vorratsdatenspeicherung. Und von daher, wenn man dann gleichzeitig eben auch noch die Äußerungen von de Maizière hört, der eben dann solche Dienste auch künftig mit in die Vorratsdatenspeicherung mit einziehen will, muss man hier auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, dass das nicht genutzt wird als Einfallstor, um dann eben die eh schon rechtswidrige Vorratsdatenspeicherung dann direkt auszuweiten, wenn eben diese Reform auch entsprechend durch ist. Gleichwohl muss man aber eben immer sagen, es ist ein Leak, es ist ein Entwurf von einem Entwurf. Ja, also wir sind halt immer noch ein Stückchen weg vom finalen Text und von daher kann auch noch einiges von dem, was wir jetzt gesagt haben, was super toll ist, durchaus rausfliegen aus dem Kommissionsvorschlag. Der wird dann im Januar erwartet, der finale Vorschlag der Kommission. Und dann geht's ja erstmal noch in die Parlamente, beziehungsweise ins EU-Parlament und in den Rat. Dann wird auch nochmal dort diskutiert und da muss man natürlich dann auch am Drücker bleiben, dass hier diese Lobbyinteressen der Unternehmensseite, die du schon angesprochen haben, sich dann am Ende nicht doch irgendwo an der einen oder anderen Stelle durchsetzen. Also jetzt wird's ein Verteidigungskampf sozusagen an vielen Stellen, den wir dazu führen haben. Von Facebook und Google und so, die sitzen jetzt gerade da vor den Rechnern, haben diesen Leak aufliegen und sagen sich, fuck, meine Feiertage sind im Arsch. Ich muss nach Brüssel fliegen und lobbyieren. So sieht's aus. Oh Mann. Also da werden jetzt auf jeden Fall die Drähte heiß laufen bei den Unternehmen und man hat es ja schon gesehen bei der Datenschutzverordnung, hat die Kommission ja eigentlich auch einen relativ guten Vorschlag gemacht und dann hat sich das jahrelang hingezogen, dieser ganze Prozess und die Lobbyisten haben ständig an der Tür gehämmert und haben immer wieder versucht, da eben entsprechende Lücken aufzureißen, was sie auch geschafft haben und auch hier muss man wieder sagen, ne, also diese E-Privacy-Verordnung hängt eng mit dieser Datenschutzverordnung zusammen. Ja.
Und die Datenschutzverordnung hat wiederum selbst viele Öffnungsklauseln, die jetzt auch von eben, ihr hattet letzte Woche mit dem Volker drüber gesprochen, dann entsprechende Lücken freilassen, wo dann eben der Datenschutz wieder verwässert wird. Und genau an diesen Stellen müssen wir aufpassen, auch jetzt bei dieser Verordnung, dass wir diese Lücken schließen können und dass hier eben dann auch die Verbraucherrechte tatsächlich gestärkt werden. Und nicht nur, dass es auf dem Papier schön aussieht. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wer hat den Leak denn warum überhaupt ins Netz gestellt? Denn man hat ja fast den Verdacht, dass das ein Leak ist, der jetzt Konzernen und den großen Firmen fast ein bisschen mehr nützt, weil die jetzt ihre Lobbyisten aufstellen können, als dass es den Leuten nutzt, die sich für Bürgerrechte im Netz einsetzen. Wie würdest du das einschätzen? Ist im Prinzip ja eigentlich auch egal, wa? Jetzt ist er da. Es ist fast egal und es ist eigentlich auch relativ üblich, dass solche Entwürfe ein, zwei Monate vorher auf irgendeiner Plattform veröffentlicht werden. Irgendjemand kommt immer dran und wir haben ja alle das Leak, also von daher. Ja, gut. Jetzt nochmal die Frage, wie geht's konkret weiter mit dieser Verordnung? Du hast es eben ja eigentlich schon angedeutet, das Ganze muss noch durch die Parlamente und muss in Europa auch noch beschlossen werden. Wird es unter Umständen so sein, dass es ähnlich wie mit der Datenschutzverordnung super lange dauern wird und das ganze Ding kommt super verwässert in 5 Jahren auf den Tisch? Oder glaubst du, dass hier eine realistische Chance besteht, dass eben auch mit gestärkten Bürgerrechten dieses Papier in Kraft tritt, beziehungsweise dass es Gesetzestext wird? Das hoffen wir natürlich und also wir gehen davon aus, dass es deutlich schneller geht als die Datenschutzverordnung, denn da haben wir uns ja schon auf Prinzipien geeinigt. Die müssen wir jetzt einfach nur nochmal übertragen und Ziel des Ganzen soll es natürlich sein, wenn die Datenschutzreform 2018 umgesetzt ist und in Kraft ist, dass dann auch die E-Privacy-Richtlinie bzw. Verordnung dann auch abgeschlossen ist. Also so, dass wir im Januar mit dem Veröffentlichung der Kommission rechnen, dann nochmal so ungefähr ein Jahr Debatte und dann dauert es nochmal 6 Monate, dass die Mitgliedstaaten Zeit haben, das in nationales Recht zu überführen und dann, wir schätzen mal mit 2018, dass wir dann damit arbeiten können. Jetzt haben wir ja schon gesagt, die Lobbyisten von Facebook und Google, die sitzen jetzt schon im Flieger nach Brüssel und versuchen auch wahrscheinlich aus dem Flugzeug schon, obwohl es verboten ist, die Leute da anzurufen und zu sagen, ja, wahrscheinlich, wir sind auf dem Weg. Wir müssen noch was besprechen wegen der E-Privacy-Richtlinie. Ist es jetzt vielleicht trotzdem auch nochmal wichtig, dass eben auch Leute wie ihr von der digitalen Gesellschaft oder auch Leute da draußen, die sich einbringen wollen, in diese Diskussion nochmal mit reinbringen und eben auch Gegenlobby machen? Und wenn ja, wie soll man das tun? Unbedingt, unbedingt. Also es ist so, dass vor allen Dingen dann, wenn die Kommission ihren finalen Vorschlag vorgestellt wird und es dann in die Parlamente geht, dann fangen die Ausschüsse an, sich damit auseinanderzusetzen. Da werden dann Änderungsanträge gestellt und so weiter und so fort. Da gibt es dann Abstimmungen. Und da muss man natürlich zur Stelle sein. Wir werden entsprechend auch hier als auch bei uns auf der Webseite darüber aufklären. Wir werden auch jetzt nochmal einen Text dazu veröffentlichen, wo nochmal detailliert steht, was jetzt gut ist, was schlecht ist. Da kann man sich jetzt schon mal dem einen oder anderen Abgeordneten, wenn er einem über den Weg läuft, mal darauf hinweisen oder mal eine E-Mail schreiben. Wir werden aber dann, wie gesagt, wenn es ins EU-Parlament übermittelt wird, dann werden wir auch sozusagen mit einer Kampagne anfangen und sagen, jetzt meldet euch mal bei dem oder meldet euch mal hier an der Stelle und sagt das und das. Weil, wie gesagt, wir haben noch keinen finalen Entwurf. Und erst wenn es dann im Parlament ist und Änderungsanträge gestellt werden, werden wir uns dann eben auch entsprechend dafür stark machen, dass hier die Änderungsanträge, die Verbraucherrechte schützen, natürlich auch entsprechend angenommen werden und dann dafür werben, dass daher eine Mehrheit auch zustande kommt. Ja, und wir empfehlen hier von Flux FM, sich diesen Leak mal durchzulesen, denn es ist ja gar nicht so schlecht, den ersten Entwurf im Hinterkopf zu halten. Immer. Auch wenn man dann im nächsten Jahr erst diskutiert über die nächsten Schritte, denn und der erste Entwurf ist erstmal gut, muss man nochmal so klar sagen. Der erste Entwurf ist super, aber wie gesagt, man hat gesehen bei der Datenschutzreform, das, was die Kommission vorgeschlagen hat und das, was am Ende dann tatsächlich abgestimmt wurde und rausgekommen ist, da ist schon nochmal eine Diskrepanz dazwischen und da muss man eben aufpassen. Also wir können uns jetzt nicht auf diesen ersten Leak ausruhen, sondern jetzt geht die Arbeit eigentlich erst wirklich los. Ja, aber den, wie gesagt, mal durchlesen, damit man weiß, was im ersten drin stand. Unbedingt. Der gute Entwurf. Es ist sehr interessant mal zu lesen, auch dass man so ein Gefühl bekommt. Die Kommission erklärt ja auch immer auf den ersten Seiten, warum sie sich für diese Form der Regulierung entschieden hat, warum sie bestimmte Sachen so und so haben will. Das ist durchaus interessant. Da wird dann auch nochmal auf die Konsultation mit eingegangen. Genau. Und auch mal so einen Gesetzestext zu lesen, kann auch nicht schaden. Also ist durchaus interessant. Also es gibt schon Teile, die schwierig sind, finde ich, wo man dann denkt, das ist wirklich die Sprache der Mächtigen, in Anführungszeichen, die dazu führen soll, dass man sich das eben nicht durchliest. Aber wenn man sich ein bisschen durchbeißt, wird es wirklich sehr, sehr spannend. Und vielleicht bekommt man auch mal ein Gefühl für unsere Arbeit, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, mit was für Texten hier beschäftigt sind und wo wir dann versuchen, das Komma an die richtige Stelle zu schieben. Nee, das ist
es ist wirklich in dem Fall gar nicht so einfach, Gesetzestexte zu interpretieren. Ist schon auch eine Aufgabe, die es in sich hat. Und bisher habt ihr das so gut gemacht, dass ich euch immer wieder einlade. Insofern vielen Dank. Ja, wir kommen auch gerne. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft war bei mir im Studio. Wer noch mehr zum Thema wissen möchte, der geht auf digitalegesellschaft.de. Bei netzpolitik.org gibt es einen ganz schönen Text, der ganz gut zusammenfasst, was mit der E-Privacy-Richtlinie passiert. Und wenn man ganz allgemein mal nach dem Thema suchen möchte, dann einfach E-Privacy und Leak ins Suchmäßchen. Ja. Den eingeben. Leak findet man auch bei politico.eu, ja, die Plattform, die es geleakt hat. Also mit warum einer schnellen Google-Suche. Warum nicht auch mal aufs Original zurückgreifen? Ja, warum nicht? Ja. Alexander Sander, vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.